Hey ho Leute, wir sind wieder bei Pokémon Schwarz. Randomizer. Beim Pennykiller. Genau da. Der Pokémon-Radar weiß genau, wer gemeint ist. Ich hätte meinen Groudon mitnehmen sollen und dann hätten wir mein Gespräch geführt. Und das Ho-Oh gleich dazu. Natürlich hast du einen Groudon und einen Ho-Oh. Kinder, hab ich recht. Glaub mich, hört ja gar keiner. Gib mir 5 Minuten. 5 Minuten. Wow, dann vernichtet diese Insel. Die Erde erschüttert. Flammenregen. Flammenregen vom Himmel herab. Wenn das ist, was Groudon an sich macht. Ich meine, ja, das ist richtig. Das ist Gordos Ding. Das ist ein Trainer. Also genau genommen ist Gordos Ding eine neue Insel machen. Das ist wahr. Eigentlich müsste es mehr kaputt machen. Oder so. Hätte man Kyo. Ah, schöner Ruf, schöner Ruf. Immer wieder okay. Schön. Okay, sich. Alex, bring's um. Das war schön. Auch können wir jetzt die Peise einladen und auf Pennys Beerdigung spielen lassen? Was für eine Beerdigung? Was für eine Beerdigung? Ich weiß, wo keine Beerdigung. Stimmt, Penny war ja eigentlich schon tot. Aber es gibt jetzt ein An bisschen. An dem Punkt, könnten wir Penny nicht einfach wieder mitnehmen, weil mit der Begründung, es war ja schon tot? Stimmt, wir machen einfach ein Team aus Geist-Pokémon und die können einfach nicht sterben. Genau, die sind ja schon tot. Nehmen wir Frostedium mit, dann haben wir einen Geist Eist, Penny, Geist Flug. Du brauchst keine Aquavelium Surfer. Guck deine Angriffe an. Aber ich will Aquaquelle lernen. Es wollte übrigens gerade Flügelschlag lernen, was es eigentlich schon konnte. Oh, noch so eine Sache, die bei Pokémon Karmesin und Purpur wirklich richtig, richtig, richtig gut ist. Hey, warte mal, bevor du weitersprichst, warte mal kurz. Musst du was erzählen? Täusch mich, oder sieht dein Pokémon-Tier müde und abgeschlafft aus? Nee, ich war gerade im Pokécenter. Komm, geh unter Päuschen! Danke. Gut, also. Hey, sag mal, hey, Alter, bist du ein Trainer, oder? Ein Trainer? Du hast so einen Funken in den Augen. Das spürt man sofort deine Liebe zu den Pokémon. Weißt du was? Ich möchte dir einen kleinen Ode anvertrauen, das ich beim alten Palast gefunden habe. Möchtest du dieses Pokémon-Ei an dich nehmen und versuchen, es auszubrüten? Was? Ja. Das ist ein geschenktes Pokémon, wir nehmen es mit. Aber du hast doch gar keinen Platz. Es bedeutet halt auch, dass du das Ei nicht an dich nehmen kannst. Und das ist natürlich kein das ist natürlich kein Computer hier. Warum geht dieser Computer nicht? Was soll der Schwachsinn? Okay, was ich gerade sagen wollte. Dass hey, jeder seid ihr? Ich erzähl jetzt mal kurz was. Also, dann sperr die da schon frei. Lernen kann, die er vergessen hatte. Ja, das ist super angenehm. Das ist so angenehm. Das sollte allgemein, die Attackenerinnerer, die Attackenverlernerer und der Namenbewerter wurden rausgeworfen, was schon viel früher passiert soll. Die Idee jemals war. Ja, absolut. Also, die jemals hatten. Felsen und wertvolles findest du, bring es direkt zu mir. Ich werde dir dafür mehr zahlen als jeder andere. Mein Gott, was wertvolles für mich? Okay, will okay, irgendwas von uns. Kein Plan, was er will. Ich würde behaupten, hier können wir gut zwar noch nicht hoch trainieren. Kurze Heilung, grasen direkt nebenan. Nicht jetzt. Ich wollte es nur anmerken. Nee, wir nehmen es erstmal ein bisschen mit. Ja. Oder wir gehen zurück, schmeißen das Marones raus und nehmen das Ei mit. Ich werde jetzt nicht wieder gleich zurückgehen. Das Ei auch am Ende meist. Wir hatten doch schon ein Ei, oder? Nein, wir hatten noch kein Ei, oder? Nein, wir hatten kein Ei. Das Ei werde ich übrigens mit Geschwindigkeit hoch ausbrüten, nur dass es klar ist. Ja, du läufst einfach nur hoch und runter. Ich werde jetzt nicht 5 Pots mit in meiner Tasche halten. Nicht in einem Randomizer. So wie Johnny.
Jetzt was? Jetzt eine Stelle, wo man vermutlich das wäre Touch. Hashtag. Alex, kannst du die Katze verjagen? Bis Grrr. Oh Junge. Bis natürlich. Und hier ist das Pizzai-Labor. Ja. Aber das ist noch eine eigene Insel. Ja. Oh. Nehmen wir gleich das Wackelding da. Ja, wir nehmen gleich das Wackelding. Da. Weil das ist ja ein Wackelding da. Ein cooles Pokémon. Es ist ein Legi. Nein! Es ist ein Altaria. Oh mein Gott, Altaria! Oh mein Gott, das ist Altar! Altaria! Wie schwäch ist das? Wie schwäch ich das? Indem du es einschläfst und einfach einen Ball aufwirfst. Oh, es macht es selbst. Ja, davor hab ich Angst. Penny Streamer. Das ist Altaria Shop zu gebrauchen, der Edition. Weiß ich nicht. Ist es nicht erst durch die Mega-Entwicklung zu gebrauchen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine gute Fangquote. Hier den Hyperball, der regelt schon. Und B! Es klappt einfach immer. Ja, immer. Was war das für die Fangquote, ich höre? 11,9%. Das ist nicht so viel. Es ist Dracheflug.
11,9. Freundet sich mit jemandem an, ist nicht viel. Hüllt es den Freund sanft mit den Flügeln ein und singt dann. Oh, das ist so niedlich. Eine Summe. Es hat also 23,8% drin zu bleiben im ersten Ball. Ja, siehst du? Es ist schon relativ hoch. Tommy, wollen wir das Pokémon einfach Sumsel nennen? Ich finde den Namen echt ziemlich gut. Sumsel? Sumsel! Es ist eine Sumsel. Ich mag den Namen. Nur Sumsel. Sumsel? Sumsel. Sumsel wäre natürlich ein starker Flugkandidat. Das ist natürlich wahr, das wäre natürlich ein sehr starker Kandidat für Queen. Aber Queen ist halt auch echt nicht schlecht wegen Wassertyp. Das ist wahr. Habe ich nicht recht, Lawrence? Oh nein. Es ist ein Pizza. Jawohl, ja. Bist du damit fertig, Alex? Weil der kann Pizza ja nicht Wasserattacken? Wir sollten nicht Alex einsetzen. Nimm nicht Alex. Schnief kann das, richtig? Schafft Schnief das? Holzgeweih. Ist das schon Wasser? Das ist noch nicht Wasser. Ich wollte dich Eissturm machen, jetzt ist das Eissturm schwächer. Oh. Und hat sich jetzt das Wasser scheiße draußen auch zu dem P2-Labor gehört. Aber gut, dass du nicht im Wasser gefangen hast, weil da wären die Pokémon wieder 5 bis 15 gewesen. Was kannst du lernen? Hüllt das Ziel in Down und senkt dessen Angriffswert stark. Oh, das ist gut. Oh, das ist ziemlich gut. Angriffswert stark senkt vom Gegner. Ja, doch, klingt ganz gut. Hey, Giftzaun. Was sind wir hier gelandet? Im P2-Labor drin. Ja. Hier kann man nichts anklicken. Wow. Original gibt's hier übrigens. Was ist ein Kometstück? Original gibt's hier von den Trainern. Ein Flammenmodul und ein Blitzmodul. Ja, hier nicht. Der Sammler gibt mir letztes Hemd dafür. Ami, wo kann ich das verkaufen? Warte. Wird der Typ das links vielleicht? Der wollte doch irgendwas Seltenes. Kometstück. Was, sind wir fertig, oder? Ja. Nee, warte, sind wir nicht.
Stampfer. Normalangriff. Ja, wenn ich DTM sehe, da würde ich auch Stampfer machen. Ich glaube, Stampfer ist gar nicht so schlecht, oder? Weiß ich nicht. Ist die irgendwie 60 oder 80 Angriff oder so? Hey, guck Katze. Mal da! Tommy, guck mal da! Guck mal da. Oh, ich mag guck mal da. Ich mag den Namen tatsächlich. Ich finde das Pokémon auch ganz cool zum Namen passen, meine ich. Ja, aber ich mag den Namen an sich so. Guck mal da. Na, ja, guck mir mal da. Oh, ich mag generell Pokémon-Namen, die so. Weißt du, was ich meine? So wie guck mal da oder. Mhm. Die man so theoretisch in seinem täglichen Wortschatz finden könnte. Ja, wie zum Beispiel noch? Ist so. Visor. Gab's nicht mal irgendwie so einen Professor, der mit Pokémon-Namen die ganze Zeit umhergeworfen hat? Wow. Es gab auf jeden Fall auch einen Professor, der mit Attackennamen umhergeworfen hat. Ja, da war irgendwas Dummes. Irgendwie, oh, dann mache ich mal eine Kehrtwende. Ha, verstehst? Du schon wieder. Oder nicht hier Boreos. Sage ich täglich. Dreimal. Oh nein. Vorm Spiegel. Natürlich. Weißt du, was ich sag, das ist Rollover von Anfang an scheiße. ich sag dir. Rollover bei Cold Keys schon scheiße. Überlebt Schnief das? Ach klar. Nein. Vielleicht. Vielleicht, wenn es speziell angreift. Alter. Queen ist Level 23, hat eine Spezialverteidigung von 37 und Verteidigung 41. Jetzt guckt ihr. Kann sein, dass Schnief hart scheiße ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Schnief noch nicht entwickelt ist, ne? Das stimmt. Wann entwickelt sich es doch mal? Es kann natürlich nur ein Lichtangriff. Also ich bin zurückgeschreckt, natürlich. Müsste. Bald wird ihn bald. 40, 50. 55. Was? Nein. 56? Nein, wann? Warte, ich will nicht handeln. Als ob es sich erst 55 entwickelt. Warte. Ich gehe noch auf 50 runter, aber dann war's das, okay? Nein. 45. Oh Gott. Der Herzinfarkt. Was mach ich jetzt? Setz nicht Schnief an, ich will noch sehen, wie es sich entwickelt. Warte, Schnief hat keinen Peter, das ist Schnief ein. Was? Was hat es? Es hat kein EP-Teil, das ist sein. Schnief braucht unbedingt ein Level-Up. Okay, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es so. Ja, greif ruhig an, trau dich. Auch auf diesen Beulenhelm. Ich wüsste nicht, was wir ohne Beulenhelm gerade machen würden. Heulend in der Ecke sitzen. Das ist Wasser drin. Halt jede Runde um 2 KP oder so. Oh, okay. Passiv, oder? Passiv. Mhm.
Kommt hier noch ein Trainer? Nein, das war's. Gott sei Dank. Wieso bin ich wieder ein Pupperstück? Ist da noch was? Ist da noch was? Na, Leute. Ja, ja, die sehe ich nicht. Sinnoh-Trainer. Sinnoh-Trainer bitte. Hier ist ja nichts. Hier ist nichts, Alter. Jetzt kannst du oben surfen. Hier, Schutz wird. Hab ich das gerade eingesetzt? Oder war es noch aktiv? Ich glaube, es war noch aktiv. Das kann sein, ja. Also ist hier nichts mehr, oder? Jetzt darf nichts mehr da sein. Kann ich abhauen? Ja, du kannst gehen. Moment. Ist das der Start wieder? Das ist der Start wieder. Delele. Ah, ne, warte, wie war's? Ja, das war eine Route. Ich hab das meiste wahrscheinlich durchgespult. Bis auf zwei, drei, Erlebnisse. Denke ich. Müsst ihr mir sagen, Schneef entwickelt sich auf 37? Weiß ich nicht. Ich gucke gleich halt selber. Ja, es entwickelt sich auf 37. Das ist eine random Zahl. Ja, das dachte ich auch. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, gebt ein Like. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.